Heute geht es um die wesentlichen Bestandteile eines Quartiers und zwar in Bezug auf Betreuung, Inklusion und Pflege. Es geht um diese Faktoren, die auch hinter uns schön zu sehen sind. Ja? Also hinter Ihnen lese ich Mobilität, das hatten wir ja auch als Beispiel. Ja. Letzte Woche Kultur, Energiewirtschaft wird heute ein Thema sein, ärztliche Versorgung wird ein großes Thema sein, Begegnung natürlich, Thema Inklusion. Und dann auch noch das Thema Nahversorgung. Herr Minister Lucha hat es in der ersten Roadshow, glaube ich, super auf den Punkt gebracht. Wohnen ist einfach mehr als Wohnen vor Ort, sondern dazu gehört, das Drumherum mitzudenken. Wenn ich ein Quartier neu plane und baue, dann habe ich einen Zeithorizont auf dem Schirm, der geht von 50 Minimum bis eher 100 Jahre, weil ein so Objekt so lange steht. Und insoweit glaube ich, das bisschen Hirnen zu Beginn, um einfach die Bedarfe der Menschen, die dort wohnen, heute, morgen und übermorgen ein bisschen vorneweg zu denken. Das lohnt sich immens. Eine eigene Idee zu haben, es selbst in die Hand zu nehmen, Hilfe zur Selbsthilfe, da sind wir bei der Rechtsform der EG, wo es super zupasst. Thomas Hecker, Vorstandsmitglied der Energiegenossenschaft Gussenstadt EG. Für uns sind alle, die wo mit dieser Genossenschaft in Verbindung sind, Mitglied. Wir haben 2013 die Biogasanlage gebaut und 2014 sind wir an das Nahwärmenetz rangegangen und da haben wir dann die Genossenschaft für alle Nahwärmeabnehmer geöffnet. Wenn wir alle in einem Boot sitzen, ist das sowas von transparent und das Vertrauen ist da groß, dass man einfach... Es ist halt mein Laden, ne? Wenn ich genau. Mitglied bin. Wir haben es nicht vor, eine hohe Rendite auszuschütten. Ah, nicht? Das haben wir nicht vor. Vorher senken wir den Wärmepreis oder höher den Substratpreis. Okay. Und bisher haben natürlich, muss man ehrlich sagen, auch 400.000 Euro in das Glasfasernetz reingesteckt. Und das ist ja quasi auch eine Art von Dividende. Weil es hätte ohne uns, hätte es niemand gemacht. Was ganz interessant ist, im Blick auf Quartiersentwicklung, dass zum Beispiel der Metzger, der Apotheker, alle sind bei uns Mitglied geworden. Er sagt, wenn die Leute in den Laden gehen, dann kaufen sie bei mir auch in der Apotheke möglicherweise ein. Die Ortsmitte wäre tot, wenn es den Laden nicht gäbe. Ja. Und von daher, also wir sind noch ganz jung, aber wir kriegen viele Anfragen aus anderen Dörfern. Könnt ihr nicht bei uns mal vorbeikommen? Wir möchten gerne auch sowas machen. Wir wollen ja mit dieser Genossenschaft und den medizinischen Versorgungszentren die hausärztliche Versorgung verbessern, stabilisieren. Vor allem auch in ländlichen Bereichen. Wenn ihr zu uns kommt, euch da anstellen lasst, dann habt ihr keine wirtschaftlichen Risiken. Ihr müsst kein Geld mitbringen. Ihr könnt in jedem Stundenumfang arbeiten und wir übernehmen die komplette Administration. Ihr habt quasi die Strukturen, ihr bietet die Dienstleistung an und dann fluppt das. Das Besondere an diesem Konzept ist, dass wir während der Bundesgartenschau die Chance ergriffen haben, hier zum Beginn eines neuen Stadtteils mit dabei zu sein, um Inklusion voranzubringen. Wir würden auf jeden Fall wieder diesen Weg gehen, eine Genossenschaft zu gründen. Weil die Genossenschaft das Prinzip hat, ein Mensch, eine Stimme und insofern in der Rechtsform schon inklusiv angelegt ist. Wir wünschen uns noch mehr Genossinnen und Genossen, die Lust haben, dieses Projekt zu unterstützen und einen Anteil erwerben. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Da geht es nicht um Sonderrechte von Menschen mit Behinderung. In gewachsenen Städten habe ich halt nicht große Quartiere, die ich neu baue, sondern einen Bestand, den ich vielleicht saniere. Und da ist tatsächlich die Barrierefreiheit. Es fehlen uns bis 2040 500.000 altersgerechte und barrierefreie Wohnungen in Baden-Württemberg. Für mich ist Inklusion kein Thema von Menschen mit Behinderung. Für mich ist Inklusion eine Gesellschaftsvision, die letztlich allen Menschen zugutekommt. Und wenn wir sowas gemeinsam gestalten, dann entstehen für alle Mehrwerte. Das ist ja genau das, wovon der Genossenschaftsgedanke lebt. Ambulant betreute Wohngemeinschaften sind einfach eine Möglichkeit, dadurch, dass die so kleinteilig sind, dass man die vor Ort auch initiiert und entwickelt und aufbaut. An uns wenden sich Vertreter von Kommunen, Vertreter von Trägern, Anbietern, Vereine, Initiativen, die solche Wohnangebote aufbauen möchten, aber eben auch Architekten. Wir verstehen uns ein Stück weit als Informationsdrehscheibe für diese Wohnform. Quartier und Demografie hängt unmittelbar zusammen. Wenn ich selber 90 Jahre alt bin, dann kommen auf einen 90-Jährigen noch zwei 56-Jährige. Und das ist schon eine grundsätzliche Veränderung der gesellschaftlichen Zusammensetzung. Auf so eine Situation
muss man sich vorbereiten. Und zwar in der gesamten Breite, Themenbreite, die es gibt. Ich werbe also sehr dafür, für diesen Wettbewerb des Genossenschaftsverbandes, und ich freue mich, wenn viele Kommunen und viele Initiativen daran teilnehmen. Die Schwierigkeit ist, dass wir uns mit dem Thema Wohnen eigentlich viel oder wo will ich hingehen, wenn es mal ist, dass ich älter bin, dass ich auf Hilfe angewiesen bin, dass wir uns damit erst sehr, sehr spät auseinandersetzen. Der Ansatz ist ja heute schon ganz, ganz oft genannt worden. Und der Ansatz, das Zauberwort, ist Partizipation und Mitbestimmung. Wichtig ist, eine Plattform zu schaffen oder einen Rahmen zu schaffen, in dem sie das auch äußern können und in dem sie mitbestimmen können und in dem sie mitgestalten können. Und ich denke, das macht ja das Quartier und eben auch die Genossenschaftsform aus, dass man eine Stimme hat. Welche Rolle spielen Dachgenossenschaften Ihrer Meinung nach, was für ein Potenzial haben die bei der Quartiersentwicklung oder im genossenschaftlichen Kontext? Ja, ich nehme mal das Fazit vorneweg. In meinen Augen, glaube ich, ein sehr großes Potenzial. Quartiersentwicklung geht eigentlich nur genossenschaftlich, oder? Genossenschaften sind sicherlich die probateste Rechtsform, um dieses zu machen. Wie kaum eine oder keine andere Rechtsform ist die Genossenschaft in der Lage, wenn sie ein straffes Management hat, solche heterogene Mitgliederstrukturen unter ein Dach zu bringen, in eine Richtung wirken zu lassen und damit eben diese Potenziale, von denen wir gesprochen haben, wirklich zum Tragen zu bringen und sich entfalten zu lassen. Da schafft sozusagen die Gemeinschaft etwas, was keiner als Einzelner hätte schaffen können. Selbst wenn die Idee mal noch nicht so ganz ausgereift ist, aber wenn ich halt merke bei einer Dorfladengründung, Bad Boll als Beispiel vorhin auch genannt. Haben Sie die erst beraten? Ja, natürlich. Ach, natürlich. Da war es beispielsweise auch so, dass mir von vornherein signalisiert wurde, wir sind nicht 3, 4, 5 Leute, sondern wir sind viele. Es geht letztlich darum, wir schauen uns an, was steckt in dem Projekt drin, das bei uns hier vorstellig wird im Rahmen dieses Förderprojektes. Wir klopfen das ab, was die wirtschaftliche Tragfähigkeit angeht, was die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten angeht, was es auch für Anforderungen stellt an die handelnden Personen. Und darüber kommt man eigentlich ganz automatisch in den direkten Austausch mit den Gründern. Die Rechtsform der EG hat den großen Charme, Kooperation professionell zu machen. Viele haben es schon mal gehört, viele haben ein etwas vages Bild von einer Genossenschaft. Ich glaube, wir brauchen viel mehr diese Formate, wie wir sie heute haben. Die Chance, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und ein Stück weit, Herr Professor Dodeschütz hat es gesagt, die sind so leise manchmal. Dieses leise Sein etwas zu mehr öffnen. Mehr Trompeten. Nicht mit den ganz großen Verfahren. Ich glaube, das passt nicht so wirklich zu uns. Aber einfach ein Stück weit selbstbewusst zu sein und zu sagen, wir haben was ganz Tolles. Hört mal her, dürfen wir euch das mal vorstellen und zeigen.